Hi, herzlich willkommen zum LS17. Mein Name ist Andi und wie immer freue ich mich mega, dass du wieder eingeschaltet hast. So, ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, dass ich so einen Holzhäcksler mieten oder kaufen möchte. Für mieten oder kaufen habe ich mich noch nicht entschieden, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Also ob ich einen Kauf oder mieten werde. Denn so einen Häcksler hatte ich ja schon mal verkauft. Das war aber auch so ein eher stationäres Ding, ohne Greifarm, ohne alles. Und jetzt bin ich ja eher auf einen aus, der einen separaten Greifarm hat. Also hier auf den einen Jens halt, man kann es halt. Ich kann es ja auch sagen. Auf den einen Jens. Den einen. Hier, da, den HEM583. Vorher hatte ich ja den. Der war so ein bisschen. Ja, so ein bisschen unmobil, ne? Kein Kran dran, hier den hängt man an und hat einen Kran, kann selber laden und einwandfrei, Top-Sache. Ich kauf den. So, jetzt ist er mir. Tippitoppi. Weiß nicht, ob ich das bereue oder nicht. Auf jeden Fall habe ich mal genug Leistung dabei hier. Hoffe ich auf jeden Fall. Ey, Wahnsinn! Jetzt will ich aber auch sehen, ob ich da nicht vielleicht sogar einen Anhänger dran basteln kann da hinten. So. So. Weil hier hinten ist ja nochmal. Was probiere ich? Ne, falsch. Den baue ich ab, dann fahre ich den mal weg. Den Traktortrecker hier. Und dann möchte ich auch schauen, ob ich direkt hinten an den Jens Hacker einen Anhänger dran bauen kann. Dann bräuchte ich nämlich nicht zwingend mit zwei Traktoren zu fahren. Wobei es im Nachhinein schon Sinn gibt. Sonst baue ich alles wieder ab, wenn der Anhänger voll ist. Ich sehe nichts, ne? Also ich glaube schon, es würde mehr Sinn machen, mit zwei zu fahren. Das passt doch gar nicht daran. Denn, wie ich schon gesagt habe, wenn dann der Anhänger voll ist, voll Hackschnitzel, müsste ich mit der kompletten Fuhre irgendwo hin, zum Zwischenlagern oder zum Verkaufen. Das ist auch nicht ganz Sinn der Sache. Fahren wir mit zwei, kein Ding. Traktoren haben wir ja eigentlich genug. Also drei Stück. Ich hatte auch eben schon mal den Gedanken, vielleicht da Feld 23 war ja das einzige, was erntereif war. Der Rest ist in der letzten Wachstumsstufe. Also brauchen wir da noch nichts machen. Und Regen steht auch noch bevor. Dachte ich mir, komm, lass vielleicht Cosplay schon mal Stroh ernten. Aber die Schwierigkeit dabei ist, ich hätte das natürlich schon gerne mit dem Vor-Stack-Gerät direkt ordentlich aufgestapelt. Und ich glaube nicht, dass Cosplay damit klarkommt. Wenn da auf einmal noch so ein Stack-Gerät hinten dran ist, was die Ballen stapelt und mir am besten irgendwo neben das Feld fahren sollte. Also das wird dann schon schwierig werden für Cosplay. Stattdessen könnte ich natürlich auch, ich wollte jetzt hier in die Stadt fahren und Sachen fällen, aber ich könnte natürlich auch meine Felder freiräumen. Hatte ich ja lange schon mal vor. Dann mache ich das doch einfach. Ist doch viel praktischer, als in der Stadt irgendwas umzumachen. So mache ich wenigstens Bäume um und habe noch einen Nutzen davon, also sogar zwei. Zum einen gibt ein bisschen Kohle durch die Hackschnitzel und zum anderen kriege ich Platz um die Felder. Quasi eine Win-Win-Win-Situation. Ich kann irgendwas machen, außer ernten. Ernten kann ich ja noch nicht. Ich kann auf jeden Fall was in Anführungszeichen Neues machen. Geil wäre es, wenn die Dinger auch umfallen würden. Aber ich glaube, das liegt daran, dass ich so schräg schneide. Na, doch nicht. Dann liegt's doch nicht daran. Ich schneide mal ganz gerade.
Die sollten normal immer nach links umfallen. Ja, der fällt. Gut, liegt tatsächlich daran, dass ich so... Na gut. Sind nur noch richtig große, ne? Junge, Junge, ey. Hier muss ich dann auf jeden Fall wieder die Baumstümpfe wegmachen. Das sind echt große Dinge. Ich fange mal an zu entasten. Ich will jetzt nicht zu viel auf einmal hier umlegen. Nachher komme ich damit nicht parat, ne? So, ich hoffe, ich habe jetzt alles erwischt. Entasten ist immer so eine... So eine Schweineaktion, die kann ich nicht gut, ne? Bin ich nicht gut drin. Nase juckt auch noch, ey, ganz schlimm. So, ich probiere es nochmal in die Richtung. Vielleicht wird es ja besser. Nee. Wird gar nicht besser, ne? Jetzt aber. Na, er fällt irgendwie. Irgendwie so umgefallen. Ist ja mal ganz egal, ne? Hier mache ich mal einmal durch. Ich guck mich gerade über... ich überlege gerade, wo ich Lohnzahlung habe. Aber ich glaube, die... der Helfer, der Follow-Me-Helfer, der kostet auch Kohle, glaube ich. Ich habe hier auch nur ein mittelschweres Chaos hinterlassen. Also ist nicht so schlimm, ey. Hier, der fällt auch bestimmt irgendwie. Nee, doch nicht. Oh, es nervt ein bisschen, ne? Ich pack mal weg und fahre mal dagegen. Vielleicht kann ich ja noch das Chaos ein bisschen reduzieren. Tschut, tschut. Ich möchte natürlich alle irgendwo hier liegen, wo ich sie nicht... Ah, habe ich nicht drüber nachgedacht, ne? Oha, ey, da habe ich sowas von nicht drüber nachgedacht. Ich muss erstmal... Falsche Richtung, den Follow-Me-Helfer deaktivieren. Denn der ist jetzt auch kein Geschenk hierbei. So, auf jeden Fall habe ich die Stämme parat gelegt. Wenn man das so nennen kann. Also mehr als nur chaotisch. Wirklich mehr als nur chaotisch. Das war bestimmt nicht so vorgesehen. Aber es hat irgendwie ja funktioniert. Mitten am Feld stehen wir, ne? Ich klappe das Teil jetzt mal mitten auf dem Feld aus und guck, was da so passiert. So, X-Stützfüße ausklappen. Oh. Hier abladen, Häcksel anschalten. Muss ich mal schauen, wie ich das manage mit dem... Falscher Knopf. Mit dem Greifarm. Ob ich den auch direkt so packen kann. So, dann fahre ich mal hier hin. Mach aus. Und dann... Mal schauen. Stützfüße... Rohr einfahren, Stützfüße. Kontrollgruppe. Ach, ich kann den... Ach so, ich kann das Rohr auch noch kontrollieren. Das ist eigentlich ein bisschen überflüssig, ne? Ich meine, wenn... wenn das Ding eh selbst ausrichtend ist zum Anhänger... Dann ist das ein bisschen überflüssig, dass ich es nochmal manuell kontrollieren kann. Aber gut. Natürlich coole Aktion. Wenn ich irgendwo abladen möchte, dann ist das natürlich schon brauchbar. So,
Jetzt gucken, wie ich das Ding hier eingefädelt bekomme, ne? Jo, so wie ich mir gedacht habe, gar nicht. Oha, jetzt. Ich lass mal los, vielleicht geht's ja. Wird tatsächlich irgendwie eingezogen, ne? Oh, oh, oh. Es passiert nichts, ne? Ich mach mal hier aus, dass man mal sehen kann. Jo, ne? Das war nix. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Irgendwas habe ich gemacht. Es ging, es geht. Und irgendwie kommen hier auch Hackspäne in den Anhänger. Ich habe ganz vergessen, wie schwierig nicht noch die Kransteuerung ist, ne? Wenn man das nicht so oft macht. So, hoch und raus und dann alles wieder für den Arsch. Prima. So, jetzt aber. Ich habe das Gefühl, als wäre hier irgendwas wieder falsch rum. Muss ich nochmal spekulieren, wo hier Stützfüße einfahrbar war. Da einklappen. Oh Gott, geht die ganze Kiste aus, ne? So, Stützfüße ausklappen. Dann fahre ich die Karre mal daneben. Ich habe ganz vergessen, dass ich Zeit auf 5 hatte. Das ist nicht gut. So, ein Baum 5064 Hackschnitzel. Das ist schon relativ... Das ist ordentlich, ne? Kontrollgruppe A. Das passt. Es ist tatsächlich andersrum, ne? Kommt mir vor, als wäre die Steuerung wieder andersrum. Als beispielsweise beim Ponzo Buffalo oder... Was hat denn noch so ein Reifer? Vielleicht checke ich es doch einfach nur wieder nicht. Das kann ja auch sein. Ne, falsche Richtung. Ein bisschen drehen und rein damit. Sah fast professionell aus. Ich habe mich auch wieder mega konzentriert, ne? Hört man dann immer nicht. Bei voller Konzentration ist immer Stillschweigen angesagt. So, jetzt geht das gut. Jetzt habe ich mich eingewöhnt. Also, eingewöhnter. Steige aber nochmal aus und mach tatsächlich noch die paar Äste ab. Dann schaut's einfach besser aus, wenn es in den Häcksler geht, ne? So, oha. Das wird ja super easy für den Häcksler. Einfach rausgefallen. Ich habe aber auch echt wieder mega gut ausgelegt, ne? Es ist nicht easy. Ich fahre die Kiste mal ein bisschen ein hier. Das kann schon helfen, ne? Oha.
Oha. Das sieht nicht sehr profimäßig aus, entschuldigt. Ich übe noch. Mein erster Tag heute. Wenn ich dir irgendwas kaputt mache, sag Bescheid. Dann sage ich dir, ich war es nicht und alles ist gut. Oder so. Das habe ich mir echt einfacher vorgestellt, ne? Ich habe es doch irgendwie einfacher in Erinnerung. Naja, bestimmt auch wieder mehr Übung und so, ne? Läuft. Ich glaube, das ist auch nicht so gedacht, dass man da ganze Bäume reinschmeißt, ne? Ich versuche das mal so Profi-like, ne? Ich pack mir das Teil und zieh es einfach mal da rein. Na, dann lasse ich es doch wieder los. Aber so irgendwie muss das doch funktionieren. Ich meine, klar, man könnte das jetzt in kleinere Stücke schneiden. Bin voll daneben, ne? Und dann versuchen, da reinzupacken. Könnte man. Aber das ist ja total unökonomisch. Wir wollen natürlich in einem Stück hier rein, ne? Klar. Funktioniert nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, ne? Oha, bisschen wackeln hier. Jetzt geht's. Immer wenn ich sage, es geht, dann hört's auf, ne? Schieb's mal ein bisschen passend so. Also wenn es so immer gehen würde, ansetzen und, keine Ahnung, nur so ein bisschen justieren, schiebt sich dann schon passend. Oha. Ging echt gut, ne? Also, sobald er mal gepackt war. Dann fahren wir mal weiter. Stützfüße? Irgendwas habe ich gemacht. Warum Auto aus? Irgendwas klappt nicht, ne? Ich fahre... Jetzt geht Stützfüße ausklappen. Einklappen. Da war gerade irgendwas ganz komisch, ne? Ich konnte die Stützfüße nicht ausklappen. So, Stützfüße ausklappen. Jetzt geht das besser. Hier den könnte ich doch eigentlich... Na, da muss ich den anlassen, ne? Als Follow-Me-Fahrer... hinterherfahren lassen auf, keine Ahnung, 10 Meter oder so. Nee, es klappt auch nicht. Ach was. Aha. Da ist es schon mal gut, dass der Häcksler einen Tank hat. Den wir da auch irgendwie vollgefahren haben, weiß der Henker warum. Denn normalerweise stand, also es, ja, normalerweise stand doch der Häcksler gut. Ich habe nicht drauf geachtet, ob der freien Einwurf in den Anhänger hat, ne? Habe ich so überhaupt nicht drauf geachtet. Hm. Naja, jetzt haben wir es auf jeden Fall. Jetzt bringen wir es auch irgendwie da rein. Oh ja. War nur am Anfang eng. Jetzt geht es doch schon bedeutend besser, ne? Ich muss den Häcksel auch einfach weiter weiter häckseln lassen. Das ist schon wieder passiert, ne? Ne, läuft aber noch. Ich dachte, ich hätte schon wieder irgendwas mit den Stützfüßen verkackt, aber es läuft.
nächste Mal fahre ich die Stämme echt irgendwie parat und häcksel die dann. Also, dass ich die erst abschneide, mit dem Frontlader parat fahre und dann einfach nur zack, 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 zack häckseln werde. So mache ich das beim nächsten Mal. So, du lässt mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es dir gefallen hat. Wenn nicht, dann nicht. Wenn du Bock hast, mir was zu schreiben, mach's. Und hab auf jeden Fall einen schönen Sonntag. Halt die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Ciao.